Habt ihr mir kurz 3 oder 4 Minuten und dann erzähle ich euch auch, warum da oben in diesem Video Werbung drin steht. Und zunächst schauen wir uns mal an, um was es eigentlich geht. Hi und herzlich willkommen zu My Bonsai & Koi. Ja, ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen. Klar, das Thema habt ihr gerade gelesen, Bock auf Bonsai. Aber was verbirgt sich hinter Bock auf Bonsai? Es ist jetzt so ungefähr ein Jahr her. Da hatte ich Post in meinem Briefkasten, nee, nicht in dem, wo der Briefträger seine Dinger reinschmeißt. Nee, natürlich, klar, in meinem E-Mail-Postfach. Und der erste Gedanke war, da will mich irgendeiner von meinen Bonsai-Bros mal so richtig fett veräppeln. Aber so war es natürlich nicht. Ich muss ein klein wenig ausholen. Ich will es jetzt nicht einen Lebenstraum oder eine Lebensaufgabe nennen, aber es ist ein Projekt, das mich schon immer irgendwo gereizt hat. Wer meine Videos so ein Stück weit verfolgt, auch die, wo ich ein bisschen was über mich selber und über meine bisherigen Tätigkeiten erzähle, der weiß, dass ich im Handball sehr aktiv war. Ich war Hallensprecher, ich habe ein Hallenheft geschrieben über viele, viele Jahre. Ich habe Berichte für die örtliche Presse geschrieben. Ich habe aber auch Berichte für die Fachpresse geschrieben, was den Handballsport anbelangt. Genau um das Thema Schreiben geht es bei Bock auf Bonsai. Aber jetzt machen wir nicht mehr lang rum. Wir lassen die Katze einfach aus dem Sack. Ja, das Mail war vom Eulogia Verlag in Hamburg und die Frage, naja, die ist relativ einfach formuliert. Die Frage war, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch über Bonsai zu schreiben. Eigentlich eine ganz banale Frage, aber sollte man sich da nicht ein paar Gedanken drüber machen? Und ihr könnt mir glauben, die habe ich mir gemacht, lange und breit. Ich bin im Garten rumgetigert. Ich habe es auf Autofahrten überlegt und ich habe mir echt Zeit gelassen. Aber irgendwann im Juli habe ich dann eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ja, ich probiere es mal. Aber was probiere ich denn eigentlich? Was soll es denn für ein Buch werden? Brauche ich einen Plan? Keine Ahnung. Habe ja noch nie ein Buch geschrieben. Ich mache ja nur Videos. Und dann habe ich einfach mal einen Probelauf gestartet. Waren am Schluss so, ich weiß es nicht mehr genau, 7.000, 8.000 Wörter, 12, 15 Seiten, dazu ein bisschen Bildchen und habe meinen Probelauf einfach mal beim Eulogia Verlag ans Lektorat geschickt und wollte mal checken, ob das, was da oben drin geht, auch hier irgendwie ankommt. Es wurde gelesen, es hatte gefallen und da war es wieder mein Problem, denn mit 15 Seiten kommst du nicht weit. Und jetzt musste er her. So, der Plan, der grobe Plan. Wie wäre ein Buch, das ich schreibe und was wären für mich die Inhalte? Und natürlich kann ich als, naja, fortgeschrittener Anfänger mit ein paar Jährchen inzwischen doch schon Erfahrung nicht in High-End-Bäume reingehen, in endgültige Gestaltungen, in ausstellungsreife Bäume. Nein, ich dachte mir, ich schreibe das Buch, was ich mir vor 4, 5, 6, 7 Jahren vielleicht irgendwo gewünscht hätte. Mit den Grundregeln, mit den Grundfragen, nicht irgendwas an den ganz, ganz großen, alten, tollen, natürlich tollen Bäumen. Aber etwas, wo ich mich damit beschäftigen kann, ist das was für mich und was muss ich dabei beachten? Welche Baumarten eignen sich denn eigentlich für kleine Bäume in der Schale? Wo bekomme ich sie her? Was muss ich an Pflege beachten? Brauche ich einen bestimmten Standort? Wie bringe ich die Bäume durchs Jahr? Und wie kann ich mich denn überhaupt um die kleinen Dinger in der Schale kümmern? In meinem Tagesablauf, mit meinen anderen Hobbys, mit Familie, mit Urlaub, mit allem, was drumherum hängt. Welches Substrat nehme ich? Passt das zu meinem Tagesablauf? Wo setze ich die Pflanzen rein, damit sie sich gut entwickeln? Wie sieht es aus mit Wurzeln schneiden? Wie sieht es oben aus mit Rückschnitt? Was kann ich an Gestaltung machen? Was kann ich in dem Baum erkennen? Alles,
Ja, so dass es für Starter, für Beginner, für Anfänger wirklich einen Guide ist, der einfach eins machen soll, nämlich Bock auf Bonsai. Und zu dem Titel kann ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, denn der Eulogia Verlag, der wollte eigentlich Bonsai für Anfänger. Wollte ich jetzt nicht, gefällt mir nicht so, ist für mich so in eine Schublade geschoben. Ja, ich sehe eigentlich eher, ich sehe mich als Neuling, als Starter, Anfänger, mag ich nicht so. Und naja, ganz klar, es gab natürlich schon das ein oder andere Buch, das genau so geheißen hat. Und so bin ich echt froh, dass sie am Schluss meinen Bock auf Bonsai übernommen haben. Und der Titel war mir schon, der war mir schon extrem wichtig, weil er vermittelt für mich das Gefühl, die Faszination, die Euphorie, fast schon die Liebe zu diesen kleinen Projekten, zu diesen kleinen, naja, manchmal auch größeren Bäumen in der Schale, beziehungsweise davor in irgendeinem anderen Behältnis. Aber dieses Gestalten, dieses mit den Händen arbeiten, sehen, was man kreiert, aus Fehlern lernen, sich an Erfolgen erfreuen. Und das ist ja auch das, was ich in meinen Videos rüberbringen will. Und genau das ist auch die Message, die Nachricht vom Buch Bock auf Bonsai. Jetzt könnt ihr das gerne so ein klein wenig sacken lassen. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen mehr Einblicke zu diesem Projekt, zu dem Buch Bock auf Bonsai rüberbringen mittels Video. Und ich habe mir hier mal die Mädchenkiefer hingestellt und die spielt in dem nächsten Video, wo mit dem Trailer Bock auf Bonsai, danke Sebastian, startet, eine ganz große Rolle und eure Entscheidung spielt dabei auch eine Rolle. Mehr will ich noch nicht verraten. Vielleicht noch eins, geplant ist die Veröffentlichung des Buches Ende Mai, irgendwas so um den 20. Mai rum soll es dann aus der Presse in den Handel gehen. Bin mega gespannt, ehrlich. Und ich war sehr nervös vor diesem Video und ich bin jetzt einfach nur froh, dass ihr mal wisst, was ich so im letzten Jahr neben dem ganzen Zeug hier und meiner Arbeit getrieben habe. Also, wir sehen uns. Und eins ganz klar, bleibt dabei, denn ich denke, auch ihr habt Bock auf Bonsai.